Herr Landestourismusdirektor Christian Schützinger, die neue Wintersaison steht ja vor der Tür. Glauben Sie, dass wir den Erfolg dieses Jahr wiederholen können von letztem Jahr? Also letztes Jahr war tatsächlich eine außergewöhnliche Wintersaison. Wir hatten das beste Ergebnis erzielt, seitdem wir Wintersport in Vorarlberg anbieten. Entsprechend wird es schon eine Herausforderung sein, an diesen Winter anschließen zu können. Aber ich denke, zum einen mit dem, was es an Investitionen gegeben hat, auf der anderen Seite, wie vielfältig und abwechslungsreich das Winterangebot jetzt auch gestaltet wurde, dass wir sehr optimistisch in die kommende Wintersaison blicken können. Also wir glauben, dass wir Anschluss an das letztjährige Ergebnis finden können. Mit welchen Besonderheiten oder Attraktionen möchte man die Touristen dieses Jahr anlocken? Also zum einen ist es natürlich die Skikompetenz, die Vorarlberg berühmt gemacht hat und wird beispielsweise mit dem Auenfeld-Jet unterstrichen, die Verbindung vom Arlberggebiet mit dem Hochtannberggebiet und damit auch das Freeride-Angebot erweitert wird. Und dafür ist Vorarlberg ja auch berühmt geworden. Also das ist eine gute Möglichkeit, um auch unser Vorarlberger Skiangebot zu erweitern. Auf der anderen Seite geht es aber auch natürlich darum, ergänzende Wintersportangebote anbieten zu können, beispielsweise Schneeschuhwanderungen, auch bei Vollmond. Und auch eine Kulinarium-Tour durch das Großwalsertal mit Schneeschuhen wird angeboten, genauso wie ein Schlittenhunde-Führerschein für Familien, für Kinder. Also das Kennenlernen von Schlittenhunden, aber auch das Selbststeuern lernen, das sind Beispiele für ein sehr abwechslungsreiches Winterangebot. Warum dieser neue Fokus auf fremdsprachigen Märkten? Es ist wichtig, dass wir zum einen neben unseren Standmärkten Deutschland, Schweiz, Österreich durchaus auch unser Gästesegment verbreitern, dass wir auch in anderen europäischen Ländern, aber auch Zentral- und Osteuropa neue Gäste auf Vorarlberg aufmerksam machen. Das sind Länder wie Großbritannien, Niederlande, Frankreich, Benelux-Länder genauso wichtig wie Polen oder Tschechien. Das sind auch sehr wintersportaffine Regionen, die lieben den Wintersport und wenn wir dort Vorarlberg besser positionieren können, dann werden wir auch zukünftig stabiler sein für den Vorarlberger Wintertourismus.